ich bin Stefan. Schön, dass ihr dabei seid auf meinem Kanal. Und ja, ich habe euch jetzt mitgenommen in den Abendspaziergang. Und mein Hund ist dabei. Und ja, extrem verschmuster Hund. Ja, ich habe gesagt, ich habe noch was zu zeigen für euch. Messerchen. Ich habe zwei neue dabei. Und die zeige ich euch dann. Und ich mache mir jetzt erstmal schnell ein kleines Käffchen. Und mein Hund ist halt wieder extrem schmusebedürftig. Also es kann passieren, dass im Laufe des Ganzen unser, sprich mein Hund hier ein bisschen Alarm macht. Aber das sollte ja nicht weiter stören. So, machen wir uns mal einen Kaffee. Und ich nehme heute mal keinen Spitkocher, sondern hier diesen Schweizer Kocher. Und ich habe hier so einen alten Auspuff von der Maus gefunden. Das ist natürlich ganz günstig, weil hier drauf kann ich dann nur das alles abstellen, ohne dass mir was verbrennt. So, brennt auch schon. Ich habe ja gesagt, ich habe zwei Messer dabei, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar das einmal von der Firma Coldsteel, wieder einmal ein Messer, und zwar ist das hier das Pendleton Light Hunter. Und dann habe ich hier noch von der Firma Gerber das Messer Freeman, schönes, leichtes, kleines Messer. Und die will ich euch mal noch ein bisschen näher zeigen. So, das ist das Messer der Firma Coldsteel. Das kommt mit so einer relativ stabilen Cordura-Scheide. Und das ist das Modell Pendleton Hunter von der Firma Coldsteel. Das hat eine Gesamtlänge von 21,4 cm, eine Klingenlänge von 9,3 cm und eine Klingenstärke von 2,5 cm. Ja, hergestellt ist dieses kleine leichte Messer in Taiwan, aber nie wundern. Das Ding hat einen deutschen Stahl, und zwar den 4116, das ist ein Kruppstahl. Das Ding ist sehr widerstandsfähig. Es ist richtig schönes, kleines, niedliches Jagdmesser, nicht gut in der Hand. Und mit 80 Gramm ist das wirklich ein Teil, wo ich sage, das tut mir nicht irgendwo vom Gepäck her weh, passt gut überall rein. Es ist eigentlich so für leichte Aufgaben geeignet, zum Beispiel ja, zum Schnitzen. Man kann auch ein Feuer mit drüber ziehen, ich habe das auch schon probiert. Küchenarbeiten, also auch zum Ausnehmen von Wildbret ist das natürlich sehr gut geeignet. Oder auch zum Fischen, es hat eine schöne Two-Point-Klinge. Und ja. Schönes Teilchen. Hier haben wir das Modell Freeman der Firma Gerber. Es kommt daher mit einer verstärkten Cordura-Scheide. Innen drin ist hier noch so ein Plastikeinsatz. Und ja, hier haben wir das Messer Modell Freeman. Und hier haben wir eine Grifflänge von 11,3 cm, eine Klingenlänge von 10,2 und eine Gesamtlänge von 21,5 cm. Ja, das Gewicht ist mit 136 Gramm höher als das Modell Pendleton von der Firma Coldsteel. Aber hier haben wir einen 440er C-Stahl. Wir haben hier einen richtig schönen Soft, ja, einen Gummigriff. Also liegt auch, wenn es kalt oder feucht ist, sehr gut in der Hand. Und auch hier haben wir eine gute Klinge. Von der Form her, die sie gut arbeiten lässt. Ja, es ist halt ein Allround-Messer, was man nehmen kann, ob es nun für die Jagd ist, zum Angeln. Also, es ist eigentlich relativ angenehm zu führen. Also, es ist wirklich ein führiges Messer, nicht gut, auch durch die Fingermulden, die hier eingearbeitet sind, ist das Messer richtig gut in Hand zu führen. Also, man kann mit dem Messer richtig schön Druck ausüben,
Also, so, das soll es zu den beiden Messern gewesen sein heute, also zu den Gerber hier und zu den, von, den Colts, von der Firma Coldsteel zu dem Pendleton Hunter. So, wie gesagt, das sind die beiden Messer hier. Das eine hat einen Plastikgriff und das andere ist ein Fulltang übrigens. Das ist durchgehend. Beide Messer sprechen für sich. Beide Messer sind klein. Das sind beides Messer, die unter 200 Gramm liegen. Sogar unter 150 Gramm. Und damit sehr interessant. So, also das waren die zwei hübschen Messerchen hier, die ich hier euch vorstellen wollte heute. Mein Kaffee sieht auch gut aus. Den nehme ich jetzt mal runter. So, ich lasse mir jetzt meinen Kaffee schmecken. Und ja, ich hoffe, euch hat das soweit gefallen mit den zwei Messern. Mir bleibt nur noch zu sagen, ja, wir sehen uns, genießt noch den Herbst und freut euch schon mal auf mein nächstes Video. Und ich sage tschüss, euer Stefan und bis bald im Wald. Tschüss.